hier wird schon alles vorbereitet für die Übergabe der Meisterschale an den SK Bunti Gamma Sturm Graz und damit gleich zu Robert Seger. Die Samba Girls warten schon, dass die Schale reingebracht wird. Die Spieler haben in der Zwischenzeit bereits ihre Medaillen für den Meisterschaftsgewinn bekommen. Aus den Händen von Reinhard Nachbargauer, den Ligasekretärpräsident Frank Stronach, ist ja wegen beruflicher Verhinderungen in Kanada nicht da. Auch Hannes Kartnick bekommt seine Medaille. Und auch Ivi Zosim, der Erfolgstrainer. Mit ihm wurde ein Fußballmärchen in Graz wahr. 5 Jahre ist er in Graz Trainer, dreifacher Pokalsieger, zweimal Meister. Ivica Osim hat ein kleines Wunder bewirkt. Und wie immer will der bescheidene Osim gar nicht hinauskommen. Man muss ihn erst hinausführen, man muss ihn bitten, muss ihm sagen, ich kenne ihn, wie er sagt, was soll ich draus? Die Spieler haben gewonnen, nicht ich habe gewonnen. Die Spieler waren es, aber er ist es, der dieses Meisterschaftswunder in Graz eigentlich möglich gemacht hat. Und Sprechchöre für Osim, Sprechchöre für Osim. Auch Präsident Kartnick geht hinein, um ihn zu holen. Das ist typisch Osim. Der Moment des größten Erfolges eigentlich am liebsten bescheiden irgendwo im Hintergrund bleibt. Und da kommt jetzt die Meistertrophäe. Und es gibt gleich zwei Trophäen, denn der Cup-Pokal wird überreicht und jetzt kommt auch Ivica Osim. Und die Spieler holen ihn. Das hat er verdient. Der 58-Jährige, der dort gespielt hat, wo Mario Haas wahrscheinlich spielen wird, auch in Straßburg. Schauen Sie sich das an. Ivica Osim, der gefeierte Trainer in der Champagner-Dusche. Ach, sind das schöne Bilder. So soll Sport sein. Und jetzt kommen die Pokale noch. Unser Kapitän und die Max-Trophäe. Er kriegt auch noch eine Medaille. Und trocknet sich am Meistertrikot von Mario Haas. Aber er ist wirklich kitschnass mit Champagner geduscht worden. Also, der Pokal zum dritten Mal an Sturm. Und die Meistertrophäe zum zweiten Mal. So, und gleich der große Moment der Übergabe der Pokale in mächtig schwere Trümmer. Tausende schwarz-weiße Luftballone steigen jetzt hier noch den Himmel hoch und künden den Triumph der Grazer Mannschaft an. Ein tolles Fußballjahr geht zu Ende. Und das ist der Meisterteller, um den 36 Runden lang 10 Mannschaften mit so viel Einsatz und Enthusiasmus gekämpft haben. Und jetzt der Meisterteller. Auch in Salzburg war einer vorbereitet. Man wusste ja nie. Aber der Teller bleibt in Graz. Ein zweites Jahr. Spieler haben gar keine Zeit vor lauter Feiern, vor lauter Jubeln, jetzt den Teller noch in Empfang zu nehmen. Aber es ist jetzt die Sache von Ivica Vastic. Und er bekommt ihn. Wie im Vorjahr. Meister 1998-99. SK Bunti Gamma Sturm.
ca. 13.000 Zuschauer hat das Stadion verlassen. Auch die Tirol-Fans sind im Stadion geblieben, um das mitzuerleben, was Tiroler im Laufe ihrer Geschichte schon 7-mal gewonnen haben, nämlich den Meisterteller im österreichischen Fußball. Und jetzt der Teller für die Fans. Noch einmal der Triumphzug der Spieler in einer Stadionrunde hier vorbei an den Fans, die ihnen wie im Vorjahr eine ganze Saison lang die Treue gehalten haben. Auch bei vielen Rückschlägen, auch bei Enttäuschungen. Sie haben an die Mannschaft geglaubt und die Mannschaft hat es am Schluss doch wieder geschafft. Und wenn man Präsident Kartnick Glauben schenken darf, dann wird die Mannschaft alles daran setzen, sich in der Champions League als Österreichs Vertreter ebenso wie Rapid zu qualifizieren für die geldträchtige Runde. Und da hat jetzt sogar der Ranko Popovic beim Laufen ein bisschen was abbekommen. Möglicherweise ist sogar ein Meisterteller angestoßen, aber das nimmt man in Kauf. Meine Damen und Herren, mit diesen Triumph- und Jubelbildern sage ich Ihnen danke, dass Sie dabei waren bei dieser heutigen großen Fußballentscheidung hier im Schwarzenegger Stadion. Naja, da bleibt heute sicher kein Auge trocken in Graz, da wird noch lange gefeiert. Wir können, was die erste Division betrifft, zwar eigentlich auch schon feiern, weil die Entscheidung gefallen ist, aber die Sendung ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch die Spiele der ersten Liga für Sie natürlich vorbereitet und beginnen beim Duell Zweiter gegen den Ersten, also eigentlich